Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. So, jetzt haben wir hier Spielfotze. Ist der DLC denn jetzt aktiviert? Hier. Apokalypse Flipper Garden. Vielen Dank, dass du Hausflippers Garten erworben hast. Neue Aufträge sind in deinem Posteingang eingetroffen. Durch das abschließende Auftrag werden neue Gartengeräte freigeschaltet. Okay, soll ich da reinkommen? Ich habe schon wieder ewig nicht gespielt. Denn das hier ist ja unser Zuhause. Es ist noch ein bisschen kalt, aber wir erinnern uns, wie es am Anfang aussah. Ich finde, man kann hier wohnen. Hier hatten wir noch das Problem, dass wir das Badezimmer noch nicht fertig gemacht haben. Hier sind die Anschlüsse für die Dusche. Schade, dass ich hätte ein Screen. Ihr müsst mich daran erinnern, dass ich immer Fotos mache, vorher, nachher. Dann ist es nämlich beeindruckender, wenn man sieht, wie es vorher aussah. So, wir machen erstmal einen Auftrag, würde ich sagen, bevor wir hier... Das wird ja eh nicht unser letztes Haus. Gucken wir mal, was wir hier bekommen. Hier hätten wir zum Beispiel unseren ersten Gartenjob. Komm, den machen wir mal direkt. Ein bisschen Kies und Sträucher. Hallo, ich habe zu Hause eine exklusive Zahnarztpraxis. Ich komme mit Löchern in Zähnen zurecht, aber nicht mit Löchern im Boden und mit Unkraut. Ich bitte also sehr, schütten Sie das Unkraut und den Rasen vor dem Haus mit Kies zu oder mit irgendwelchen anderen Spänen. Bitte. Pflanzen Sie dann etwas hinein. Bitte. Damit es schön wird. Grüße. Elsa König. Du kannst jetzt den Garten gestalten. Du findest Pflanzen in der Kategorie Garten im Shop, im Tablet. Herzlichen Glückwunsch, du hast das neue Tool freigeschaltet. Mit dem Gartenschlauch kannst du die Blumen gießen, die Wassertanks füllen und den Schmutz außerhalb des Hauses abwaschen. Fantastic. Gartenschlauch. Da sind wir jetzt wieder beim Powerwash Simulator. Die sollten zusammenarbeiten. Powerwash Simulator plus Hausflipper. Perfekte Kombo. Entferne Unkräuter. Nur so. Was ist das? Hä? Ja.
jetzt gemacht? Also ich habe den Boden entfernt. Okay, wir müssen das Unkraut finden. Maus drüber geht. Wahrscheinlich später auch entsprechende Upgrades für. Haben wir schon. Und da ist auch schon der erste Fertigkeitspunkt für unsere Gartenarbeit. Hier neues Ding gekriegt. Also schnelleres Pflanzen. Grastrimmer 2019. Erweiterter Trimmbereich. Gärtner sind sichtbar. Ungemähter Rasen auf der Minikarte. Ich glaube, sowas ist immer ganz nice. Am Anfang. Dass man auf der Minimap ein paar Sachen sieht. Oh, ihr seht gerade gar nichts. Florentin, hast du irgendwas gemacht? Doch, jetzt geht's wieder. Ja, hab's damals auch, als es rauskam, gespielt bis Level 24 und dann aus Selbstschutz deinstalliert. Selten hat ein Spiel so perfekt die richtigen Knöpfe gedrückt wie World of Warcraft, aber da war vieles so frisch und neu, man wollte nicht aufhören. Ich war auch eine Zeit lang brutal süchtig und dann habe ich mich irgendwann mehr für Frauen interessiert. Naja, ich kenne tatsächlich auch viele Leute, kein Quatsch, mehrere, deren Beziehungen wegen World of Warcraft in die Brüche gegangen ist. Ich habe auch mal fast eine Beziehung geopfert, weil ich damals Age of Wonders 2 gespielt habe. Im Urlaub. Ich hatte ja extra einen Laptop mitgenommen in Urlaub, um Age of Wonders zu spielen. Age of Wonders, für alle, die es nicht kennen, ist sowas wie Civilization, nur mit so in Fantasy. Mit Zaubersprüchen und Orks und Magiern und so. Und das ist halt auch wie Civilization halt auch. Immer so, noch eine Runde, noch ein, komm, einmal noch, eine noch. Nur noch den Zauberspruch erforschen, nur noch gucken, was da hinten ist. Nur noch das. Und ich glaube, da war meine damalige Freundin auch ein bisschen frustriert. So, was muss ich denn jetzt hier machen? Ich check's nicht so ganz. Streue die Decke. Streue die Decke? Was meint er denn mit streue die Decke? Streue die Decke, zweifarbiger Kies. Kann ich das nicht kaufen? Doch. Hä? Moment, was habe ich denn jetzt hier? Was ist denn das jetzt hier? Halten und laufen. Okay, warte mal. Ich habe es noch nicht so ganz gecheckt. Also. Viereckig oder? Meine. Streue die Decke.
Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ah. Aber wie viel? Mache ich das richtig? Also soll ich hier alles zukiesen oder was? Die Kreise auf der Minimap checke ich auch noch nicht so ganz. Sind das die Kreise, wo ich kiesen soll oder was? Hier? Halte, um zu streuen, halte E, um zu entfernen. Scrollen um die Größe. Ah, oh. Es sieht ja scheußlich aus. Hier kein Diebstahl. Ah, okay, hier soll ich kiesen. Okay. Okay, okay. Ich glaube, ich habe es geschnallt. Also, wir nehmen die. Nee, ich habe es nicht geschnallt. Und dann kiesen wir. So, das ist ein Bereich. Die Zahlen oben in der Minimap waren der entscheidende, die kleinen Kreise. So, ja. Hier den Bereich, den haben wir ja schon. Okay, das hier hätte ich mir komplett sparen können. Das muss ich wieder wegmachen. Hier. Jetzt machen wir das wieder weg. Nicht, dass die Hausbesitzer am Ende schimpfen. Aber hier geht es irgendwie nicht weg. Hier ist irgendwie buggy. Alles wieder fein. So, hier hinten hat der Kies nichts zu suchen. Hier auch nicht. Das muss alles schön sein. Oh, einfarbig und zweifarbig. Was ist hier denn schiefgelaufen? Aber alles einfarbig. So. Und jetzt hier noch. Wenn es denn echt so einfach ginge, oder? So. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich es doch gekiest. Es muss zweifarbig sein. Seid ihr euch da sicher? Wo sehe ich nochmal den Auftrag?
Aufgaben. Ne, hier. Rabatte. Streue die Decke, einfarbiger Kies. Pflanze Pflanzen ein. Was gefällt uns denn? Ist ja richtig viel Arbeit. Streue die Decke zweifarbiger Kies. Bitte. Also. Streue die Decke zweifarbiger Kies. Okay. So. Zweifarbiger Kies von mir aus. So, dann machen wir zweifarbig. So. Das Geräusch, jetzt kriege ich irgendwie Bock auf Chips oder Nachos oder so. Streue die Decke einfarbiger Kies. Warte mal, jetzt werde ich langsam wahnsinnig. Jetzt steht hier wieder einfarbiger Kies. Streue hier den, muss ich zweifeln. Okay, jetzt check ich. Oh. Leute, ich bin langsam. Okay. Aber ich hab's jetzt. Jetzt habe ich. Es ist auch das erste Mal als Gärtner. Darf man auch nicht vergessen. Bin dankbar, dass ich diesen Job gekriegt habe. So. Jetzt muss hier ein Nadelstrauch rein. Hochernadelstrauch? Soll das hoher Nadelstrauch heißen? Kann natürlich sein, dass jetzt hier auch viele Florentin World of Warcraft Zuschauer dabei sind, die sagen, boah, das ist mir jetzt gerade ein bisschen viel Action. Kann ich verstehen. Aber es kommen auch ruhigere Phasen, versprochen. Oh, die ist aber deutlich größer, als man auf dem Foto hätte ahnen können. So. Und hier pflanze ein, auch ein Nadelstrauch. Nehmen wir natürlich genau den gleichen. Wer war das? Der hier, ne?
Also Miss Phoebe, du bist 200 Stunden hast du schon in dem Spiel. Fühl dich frei, hier Tipps reinzuschreiben. Kein Problem. Wieso sagt er denn zum Beispiel jetzt hier 0 von 1 Nadelstrauch, wenn ich hier drauf gehe? Ah, jetzt, weil ich nicht gegossen habe. So. Hier muss noch auch ein Nadelstrauch. Streue die Decke einfarbig. Das hat hier natürlich komplett Quatsch gemacht. Hier muss nämlich einfarbig rein. So. Und ein Nadelstrauch, natürlich. Boah. Uiuiui, der ist cool. Aber das ist schon schön, ne? So. Okay, ich habe hier einfach komplett einen Baum da reingepflanzt. Was war hier? Streue die Decke zweifarbiger Kies. Das haben wir noch nicht fertig gemacht. Wo fehlt denn noch? Jetzt. Alle Aufgaben wurden erfüllt. So. Tolle Gartenarbeit. Wirklich toller Job von mir. Muss ich wirklich mal sagen, wie schön es hier aussieht jetzt mit dem Kies. Auftrag beenden. 100% des Auftrags. Du kannst den Auftrag jetzt für 1.754 Euro. Sind das realistische Gartenpreise? Ich habe ja keinen Garten, ich weiß es ja nicht. So. Und dann kommen hier auch schon Büsche entfernen. Hallo, ich melde mich mit meinem Problem. Ich habe versucht, das Unkraut loszuwerden. Zu diesem Zweck habe ich zum Glück nur lokal ein Unkrautvernichtungsmittel ausprobiert, das sich dann als außerordentlich effektiv herausgestellt hat. Vom Unkraut ist keine Spur mehr übrig geblieben. Einige Sträucher hat es aber auch ordentlich erwischt. Schade, dass es gerade bei der Gartenpforte war. Die Sträucher sind total verdorrt und sehen einfach unmöglich aus. Grabe sie bitte jetzt also vollkommen aus. An der Stelle kannst du einfach neuen Rasen ausrollen. Und bei Gelegenheit auch noch den normalen Rasen mähen. Yes! Das wär's. Danke, Emil. Nehmen wir natürlich sofort. 1.700 Euro dürfte circa der Baum kosten, sagt Bakaide. Habe ich das richtig ausgesprochen? Rassade? Rakade? Lazzalantino, nee, Lazzalanti 90. Vielen Dank für dein Prime-Sub. Dankeschön. Glückwunsch, du hast das neue Tool freigeschaltet. Ab sofort kannst du das Gras mit dem Rasentrimmer schneiden. Okay, mähe den Rasen. Da. Wo sind die Zombies? Das ist gar nicht mal so gut, das Tool hier. Weil ich wenig sieht. Axt ist noch nicht verfügbar.
Aber das wäre mal ein Traum. Irgendwann mal einen Garten haben, in dem man Rasen mäht. Ich glaube, vielleicht stelle ich mir das auch zu romantisch vor oder zu schön. Und jeder, der einen Garten hat, sagt nur, oh Gott, heute wieder Rasen mähen. Aber das ist irgendwie so eine richtige Fantasy von mir. Bisschen bei dem Rasenmäher hier ein bisschen schwer einzuschätzen, wie viel Fläche er mitnimmt. Ich lade dich gerne ein, kannst bei mir Rasen mähen. Ja, ja, der eigene Rasen muss es schon sein. Aber ich glaube, es ist auch schon viel Arbeit, ne? Das ist eher was für, deshalb, also meine Mutter macht das zum Beispiel immer. Bei ihrem Garten. Ich glaube, so für Rentner ist das perfekt. Wenn du dann eh irgendeine Beschäftigung brauchst, dann so ein bisschen Rasen mähen, ein bisschen Blumen einpflanzen und so. So, das sieht ja schon echt gut aus hier. 75% haben wir. Kauft ihr bitte bloß kein Rasenmäher mit Stromkabel. Wenn sich das Kabel zum 100. Mal irgendwo hängen bleibt, das treibt dann. Ja gut, das kennt man ja schon. Das kennen wir ja natürlich schon vom Staubsaugen. Kann ich hier das letzte Stück sein? 90, 92. So. Wie viel Prozent haben wir denn jetzt? Zeigt das hier nicht mehr. 93%, wo ist denn noch Rasen? Irgendwo noch was übersehen? Hier? Den Rasen, 93%. Hm. Ah, hier, okay. Alles, was hier braun ist, sozusagen, ist noch 95%. Trotzdem krass. Brauch einen besseren Rasierer. Das ist hier Rasierer, Rasenmäher. Ist ja richtige Sisyphus-Arbeit hier. Oh, es riecht doch auch so geil. So frisch gemähter Rasen. Da hinten vielleicht noch, ne? Hier? Was noch zählt? 95% bei mir nur. Wird auch nicht mehr. 95%. Irgendwo muss ich noch was richtig. 96%. Irgendwo muss ich noch hier. 96%. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn hier noch was? Doch alles rasiert.
98%. Ah, auf der Minimap sieht man es. Okay, dann sind es die Ränder hier. Ja, okay. Das. Hier wahrscheinlich auch. Ist sogar noch richtig viel. Habe ich 100%? Der zeigt es nicht mehr an. Ich glaube, ich habe 100%. So. Was steht jetzt an? Nadelstrauch, sphärische Form, Nadelstrauch, Breite, schon verteile Rollrasen in der Gegend. Gegenstand verkaufen. Verteile. Aber wo denn? Was heißt denn in der Gegend? Hier ist doch Rasen. XL ist klein. Jetzt habe ich es gecheckt. Ne, die sollen bleiben. Und hier soll dann jetzt der neue Rasen drauf, oder was? Schon mal nicht geklappt. So. Wie werde ich denn jetzt? Man kann nicht Gras auf dieser Fläche entrollen. Das passt doch perfekt. Man rollt doch in diese Richtung aus. Das ist doch richtig. Nein, wie kriege ich denn jetzt hier diese... Kriege ich denn jetzt da die falschen Rasen wieder? So. Wunderschön. Haben wir nur das Problem, dass da noch so ein kleines Stück ist. Das machen wir jetzt so. Nein, das ist zu klein.
ja furchtbar. Aha. Na? Naja, das ist nicht perfekt. Hier ist ein ganz kleines bisschen, aber das wird dir nicht auffallen. So, und dann machen wir hier. Rollrasen. L. Stück. M reicht nicht. L. This will do the job. Aber auch hier wieder am Ansatz nicht richtig. Das ist ja wirklich gar nicht so einfach. Aber das ist natürlich eine Schande hier. Diese Ränder. So, alle Aufgaben erfüllt, oder? Wunderschön. Den neuen Rasen. Gemäht. Fantastisch. Das wächst zu, so sehe ich das auch. So. Bedeutet das, dass wir das jetzt hier auch machen können, oder was? Geil. Da ist auch schon der Fertigkeitspunkt. So, besserer Grastrimmer muss her. Oha! Hier! Neues Gerät. So, ja. Boah, ich brauche trotzdem einen viel krasseren Rasenmäher für diesen. Guckt euch an, wie viel das ist. Das ist zu viel Rasen. Gute Erfahrungspunkte dafür. Jetzt haben wir neue Fähigkeiten. 3 Mähdauer, 8 gepflanzte Pflanzen, 58 Maulhöfe. Okay, da ist noch einiges. Zumindest das Rasenmähen können wir schon mal. Balken hat sich doch gefüllt, oder? Der ist jetzt hier über dem T zwischen dem E. Ich bin mir nicht ganz sicher.
wenn ich zu weit oben gucke, dann macht der übrigens auch gar nichts. Das sieht nur so aus, weil da immer Rasen. Guck, da fliegt immer Rasen. Dabei mäht der gar nicht. Man muss schon, wenn man zu weit oben. Hier macht er schon nicht mehr, siehst du? Er macht aber doch. Zeigt nur auf der Minimap nicht an, ne? Schon relativ präzise. Man macht dann eher nur die höheren Regionen. Also man muss schon echt direkt so nach unten gucken. Ein bisschen doof. Übersicht angeht. Oh, es nimmt kein Ende. Neuer Fähigkeitenpunkt. So, jetzt kriegen wir noch Schaufel, Beschui, effizientes Graben. Sichtbares Unkraut auf der Minimap. Schnelleres Pflanzen. Einstellbare Geschwindigkeit zum Legen. Schnelleres Graben. Axt. Muss noch ein Rasenmäher geben. Oh, und jetzt sehen wir hier das Unkraut. Guckt. Krass, wie viel Arbeit man in ein Haus steckt, was man eigentlich nur verkaufen will. Wir wollen ja nicht ewig in einer Einzimmerwohnung leben. Anderthalb Zimmer, sagen wir. Der Monk in mir kriegt gerade Schnappatmung. Ja, ich weiß, das ist ja jetzt auch nur, um die Erfahrungspunkte zu sammeln. Und wir wollen natürlich hier, dass wir machen das alles noch viel schöner. Wir müssen noch ein paar Aufträge machen, auf jeden Fall, damit wir besseres Werkzeug kriegen. Der Monk in mir regt sich auch auf darüber, wie dieser Rasen hier. Das sieht wirklich furchtbar aus. Aber wir brauchen einen größeren Rasenmäher, auf jeden Fall. Das ist, mit diesem kleinen Teil werden wir das nie gleichmäßig schön hinkriegen, glaube ich. Kann man nicht einfach den Rollrasen da drüber machen? Nee, ne? Das geht wahrscheinlich nicht. So. Na, wie gefällt euch der Garten? Ist doch schon ganz nice. Okay, wir machen mal den nächsten Auftrag. Damit wir mehr Sachen kriegen. Kleiner Rasen mit Pool, Bäume zu fällen. Spielplatz und Barbecue. John Walker. Substrate für Schnäpschen. Statt für Blumen. Mama ist für einige Monate weggefahren. Wenn sie zurückkommt, sage ich ihr, dass die Blumen leider verfault sind, weil ich zu oft gegossen habe. Dich bitte ich derweil, dass du sie alle abmähst und mir dafür meine Lieblingspflanzen setzt. Quitte, Kornelkirsche, Weintrauben und so weiter. Vor dem Haus kannst du ein paar Blumen überlassen, damit sie nicht gleich alles bemerkt, wenn sie zurückkommt. Dagegen sollen alle Blumen hinter dem Haus verschwinden. Dort ist mein Revier. Bis bald. Nee. Nee. Hallihallo. Ein bisschen war ich von zu Hause weg. Da ist es eben passiert, alles zugewachsen. Zum Mähen habe ich keine Zeit, besonders deswegen, weil mein Grundstück ziemlich groß ist. Von daher würde ich diese Aufgabe gerne an jemand anderen übertragen. Außerdem hätte ich gerne einen ordentlichen Pool im Garten. Bitte legen Sie ihn in der Nähe der Terrasse an. Das finde ich interessant, einen Pool anlegen. Nee, da mischen wir uns nicht ein, Richie. Lord Stromberg, danke für die 5 Subs, die du mal wieder
reingeballert hast. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Und hier sehen wir... Oh mein Gott. Du kannst jetzt den Mäher benutzen. Wähle ihn aus dem Menü Extras aus und drücke E und U. Ich liebe dieses Spiel. Ja, 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 ja. Den Mäher. Space. Yes. Kannst du schon riechen? Ja, Steuerung ist ein bisschen komisch, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ist halt in echt auch wahrscheinlich. Das ist ja wirklich das Spiel für alle, die so ein bisschen, wie heißt das, OCD? Ist das OCD? Ne, mit dem Mausrad kann ich nichts machen. Wie kommt das noch? Ah, das macht so Spaß, Leute. Ich weiß, es sieht vielleicht nicht so aus, aber es ist fantastisch. Fantastisch. Weil wir können dabei über alles reden. Geht bei manchen Spielen nicht. Bei manchen Spielen muss man sich so konzentrieren. Hier kann man echt über alles gut reden. Worüber wollen wir quatschen? Lass mich hier den Rand wahrscheinlich quatschen. Prozent haben wir schon. Ist das eine neue Brille? Nee, die habe ich schon länger. Die habe ich auch schon mal hier gezeigt im Stream. Ich habe mir vor so 2-3 Monaten habe ich mir 2 neue Brillen gekauft. Das ist eine davon. Ich trage meistens die andere. Die hier ist ein bisschen zu extravagant. Ich habe die lag hier gerade auf dem Tisch und habe ich sie mal rausgekramt. Also ja, sie ist neu, aber sie ist jetzt auch nicht mehr so. Könnte nur an den Rändern könnte das ein bisschen nervig sein. Oh, zu spät zu lesen. Ich kann auch komplett einhändig spielen, das Spiel. Zumindest das Rasenmähen. Wie geil das vorher-nachher-mäßig. Am Anfang denkst du dir so, oh Gott, sieht das scheiße aus. Und dann, es ist so schön, wenn dann so ein... Guck mal hier. Echt gut gemacht, finde ich.
speichern wir es. Mal schon 90%. Das ist hier das letzte, der letzte Abschnitt. Da kommt der Pool dann hin. Da machen wir gleich einen Pool hin. Rasen gemäht. Würde ich mal sagen. So. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir was anderes. Ich kann jetzt das nicht tun. Muss ich denn irgendwie... Ah. So. Jetzt. Was ist das? Trimmer? Wir müssen ja jetzt hier den Pool machen. Hier. Okay, wir brauchen doch den Trimmer. Aber das muss so Bock machen. So. Schwimmbecken. 63 Quadratmeter. Gegenstand kaufen. Kosten die weniger als der Baum. Zack, fertig. Da ist das Schwimmbad, oder was? Oh mein Gott, okay. Nein. Das kann dauern. Tipp, hier muss nicht gegraben werden. Das Loch ist vollständig ausgegraben. Sehe ich ganz genauso. So, du kannst den Pool jetzt platzieren. Aber wo? Wo ist er denn jetzt? Ach, da. So. Zack. Kurz auffüllen. 2-3 Sekunden. Easy. Zack, fertig. So einfach hat man einen Pool. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. So, dann noch 2 Holzliegestühle, klar. Sagt er denn jetzt 0 von 2, weil die nicht in dem Ding drin sind? Das ist ja mal wieder. So. Leute, was sagt ihr? Jesus, ich kann übers Wasser laufen. Gieße Wasser aus. Ja, Auftrag beendet. Sehr gut von mir. 100%, 5000 Euro. 1800, fast 6000 Euro. First try. Haben wir jetzt auch den richtigen Rasenmäher? Yes. Das ist das Gute an den Aufträgen, dass man halt sofort die Items, die man dort findet, auch kriegt.
Gibt es denn noch besseren Rasenmäher als den? Oder ist das schon der beste? Das macht so Bock. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie befriedigend das ist. Ein zum Draufsitzen gibt's auch noch. Oh. Ja, ich bin ein bisschen chaotisch geschnitten. Jetzt muss ich das hier so einzelwickelig machen. Das ist nicht optimal. Nicht in rechten Winkeln. Wer von euch war schon in Top Gun? Ich höre nur Gutes. Ich muss in Top Gun rein, oder? Bock auf Top Gun. Aber ich finde, so hat der Rasen auch eine gewisse Persönlichkeit. Okay, das Feature vorher-nachher, schreibt Miss Phoebe, ist bei diesem HGTV-DLC dabei. Ist halt die Frage, ob das alleine den DLC dann schon rechtfertigt, aber gut zu wissen. Danke, Miss Phoebe. So, jetzt haben wir aber echt gut was weggeschafft. Wie anstrengend das in echt ist, ne? Dieses Ding zu schieben. Hopp. Ich hätte jetzt gerne auch was zu knabbern, irgendwas, eine Knabberigkeit. Am allerliebsten hätte ich jetzt gerne Käse-Nachos überbacken. Da habe ich schon irgendwie seit Wochen habe ich da so einen richtigen Hieper drauf. Ich hätte gerne so, müssen wir mal kaufen, einfach so ein bisschen Streuselkäse, Nachos in den Ofen. Weiß gar nicht, ich habe es noch nie probiert, ob es in der Mikrowelle auch geht. So, jetzt haben wir aber hier echt. Das sieht auch richtig gut aus. Das ist ja nicht wiederzuerkennen. Da muss man natürlich theoretisch noch die Feinarbeit machen. Reichenden Stellen. Soll das gestrüppt hier? So am Zaun, das ist so richtig befriedigend. Das ist wie Unkraut jeden. Okay, Miss Phoebe ist hier Fan von dem Luxury-DLC, wegen den Villen. Florentin Villen. Hahaha, versteht ihr?
Was richtig schön. Das ist ja mein Häuschen. Wir können uns dann auch schon mal nach einem Käufer umgucken. Weil ich glaube, die sagen einem auch immer, worauf sie Wert legen. Und wenn man das dann erfüllt, dann gibt es eben noch ein bisschen mehr. Kann ich das verkaufen? Strüppi. Leute, guckt euch doch mal bitte an, wie schön gepflegt das jetzt hier aussieht. Hm? Nicht wiederzuerkennen. Gibt es auch Heckentrimmer eigentlich? Bestimmt, oder? So, und jetzt können wir hier... Ich weiß gar nicht, ob das geht. Okay, was ist das denn? So. Wie kann man denn jetzt noch mal... Käufer. Familie Jensen. Ehepaar um die 35 mit 3 Kindern und Oma. Das könnte natürlich rein von der, vom Raum her ein bisschen eng werden. Kontaktdaten. Mir gefällt, dass ich Platz zum Schlafen habe. Mir gefällt, dass hier nur ein Schlafzimmer gibt. In diesem Haus gibt es keinen Platz für meine Bücher. Der Ort zum Lernen sollte sich unweit des Schlafplatzes befinden. Ich glaube, die Wünsche könnten wir erfüllen. Aber gar nicht mal so ohne weiteres. Wo könnte man denn hier einen Schreibtisch hinmachen? Hier vorne. Und dann müssten wir den Fernseher... Ja, scheiße. Jetzt geht die Tür nicht mehr zu. Doch. Aber das triggert mich. Können wir die Heizung nicht? Hm. Das passt da gar nicht drunter, ne? Alles für Anschlüsse. Achso, das ist Fernsehanschlüsse. Okay, ist wurscht. Könnten, dann machen wir hier ein Sofa. Und eine Couch.
Sind aber komische Sachen. Ich habe das Gefühl, das sind irgendwie sehr weirde Sachen. Da gab's doch... Hä? Das sind doch nicht die Standard-Sofas, die es gibt. Ah, das sind Gartenmöbel gewesen, deshalb. Okay. Wohnzimmer, Sofas. Ja, so doch schon eher. Und dann machen wir hier sowas ganz Klassisches. Nichts zu fancy. Aber es soll natürlich schon auch gemütlich sein. Sowas hier. Was ist denn das? Das ist immer so schwer abzuschätzen, die Maße. Das könnte ein bisschen zu groß sein, ein Dreisitzer. Es geht, das passt. Passt genau. Ja, wohl ein bisschen groß. Könnten wir hier... noch einen Tisch... Könnte man da draufstellen auf so einen Tisch. Na? Jetzt habe ich doch hier... Da muss natürlich noch Kunst hin. Wir brauchen natürlich noch Bilder. Wo findet man die Dekoration, ne? Nice. Oh, warte mal. Das ist ja geil. Das hatte ich schon vergessen. Offensichtlich stehe ich auf dieses Poster. Okay. Gut. Vielleicht ein anderes. Das haben wir schon. Zweimal das gleiche brauchen wir nicht. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Ich brauche irgendwas Nichtsagendes. Stillleben. Sowas hier. Birke. Format. Okay. Egal. So. Das hier hängt nicht mittig. Das macht mich auch... Oh nein, jetzt müssen wir da neu streichen. Nein, da muss das Bild natürlich da bleiben. geht eigentlich das Licht? So.
Also verglichen mit dem, wie es mal aussah, Leute, ist es echt, hier könnte noch was drauf. Da machen wir auch noch mal. Was könnte denn da noch? Eine Tischlampe oder sowas könnte da. Spezialobjekt. Küchen, Kosmetik, Kinder. Sonstiges. Ah! So ist es. Perfekt. Das sieht ja furchtbar aus. So. Besser. Der Rahmen. So. Kann man die Figuren? Okay, es gibt nicht schwarz. Das ist natürlich. Das ist natürlich dumm. Dass es keine schwarzen Figuren gibt beim Schachbrett. Weil das ja so furchtbar aussieht mit Rot. Wir wollen es nicht übertreiben, aber wir brauchen noch ein bisschen. Ja, Bücher, sehr gut. I have many leather-bound books. Das sieht doch gemütlich aus. Hier kann man die Jacken aufhängen übrigens. Naja. Bücher, wie benutzt man diese, wird hier gefragt. Nein, das ist ja nur, wir wollen die ja gar nicht benutzen. Wir wollen die ja nur zur Show. So, ich finde, das Haus kann man verkaufen auf die Art und Weise. Nee, scheiße, wir haben ja noch kein Badezimmer. Mist, da war ja noch was. Was ist denn das? Weg. Okay, was machen wir denn jetzt hier? Also, okay. Kompaktes WC. Das machen wir. Hier in die Ecke kommt die Dusche. Dann müsste hier. Oh, das Waschbecken hier. Dann muss hier die. Aber wieso passt es nicht? Fehlen die Anschlüsse? Irgendwas fehlt. Ich kann das Klo nicht. Irgendwas fehlt. Fürs Klo. Fehlen da die Anschlüsse? Aber wie macht man denn nochmal die Anschlüsse? Da. Unter Anschlüsse. Türklingel. Türklingel, Türklingel. Lüftung. Lüftungsgitter. Duschinstallation. Wasserinstallation, Spüle, Waschmaschine, Toilette. Da. Ui. War teuer. Oder so rum.
Jetzt können wir die Toilette kaufen. So, und dann machen wir hier Anschlüsse für was ist das? Wasserinstallation der Spüle? Wahrscheinlich, ne? Kaufen wir ein Waschbecken. Gar nicht so viele. Sowas hier finde ich schön. Nicht in der. Aber wieso ist das schwarz? Kann ich ein schwarzes. Wer hat denn ein schwarzes Waschbecken? Das ist viel zu groß. Nimm einfach so. Okay. Shit. Doch, da war was grün. Da war doch. Was mache ich falsch? So geht es nicht. Ich muss erst die Abdeckung auf die Rohre schrauben. Das macht Sinn. Das macht tatsächlich Sinn. Alles muss natürlich hier richtig montiert werden, ist doch klar. Sonst funktioniert ja das Waschbecken nicht. Meint ihr, man lernt über dieses Spiel wirklich so ein bisschen was über so Sachen, so Montage und... Ich meine, es ist natürlich alles vereinfacht, aber immerhin. Ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das Spiel sorgt auf jeden Fall, es nimmt einem so ein bisschen Ängste, sowas selber zu machen. Ich bin ja so ein Typ, ich würde sowas niemals selber machen, weil ich verschiss ja, dass ich es verkacke. Warum leuchtest du blau? Warum leuchtet es blau, wenn ich hier sowas mache? Oh, jetzt sehen wir erstmal, wie schmutzig das ist. Aber jetzt, wo man sieht, wie einfach es ist, kann ich es ja selber machen. So, jetzt kommt die Dusche, Leute. Da ist auch schon der Anschluss. Jetzt machen wir hier Badezimmerarmaturen und suchen uns eine schöne Dusche. Es darf nicht zu krass sein. Ritterdusche, Dusche Kors, Dusche Omni. Sowas. Habe ich das Problem nicht schon mal gehabt, dass dann der Eingang falsch war?
öffnet man die Dusche? Geht das nicht? So, jetzt brauchen wir noch eine Lampe. Fehlt der Lichtschalter. Krieg ich den denn? Türklingel. Lüftungsschlicht. Wo kriegt man denn jetzt einen Lichtschalter wieder her? Moderner Lichtschalter, natürlich. Aha! Aber wieso ist es so schmutzig? Die Wände sehen irgendwie, das sieht dann auch mega schmutzig aus. Was kann man denn da machen? Das was? Nee, ne? Ja, ich weiß nicht, wie wir hier die Kacheln. Weil ich kann doch nicht Kacheln machen. Wände bauen. Ich kann hier noch nicht. Mich noch nicht schöner hin irgendwie. Streichen. Du musst neue Fliesen legen. Ja, das kann ich noch nicht. Dann müsste ich ja auch alles wieder rausreißen. Auf gar keinen Fall. Die Fliesen bleiben. Wie cool sieht das eigentlich aus mit diesen Backsteinen in der Dusche? Ist eigentlich ganz cool, oder? Dreck übermalen. Ja, das könnte man. Ich hätte das Klo doch drehen sollen in die andere Richtung. Das ist jetzt komisch, dass man hier so. Wir gucken mal, ob es denen gefällt. Das ist ja schon eine Top-Wohnung jetzt hier. Die müssen ja auch noch selber was machen, wenn sie hier einziehen. So. Wenn wir jetzt mal auf Käufer gehen. In diesem Haus gibt es keinen Platz für meine Bücher. Der Ort zum Lernen soll sich unweit des Schlafplatzes befinden. Ja, aber das habe ich doch gemacht. Doch extra den Schreibtisch hier hingestellt. Der Platz zum Lernen. Und hier ist ein Bücherregal. Ich verstehe das nicht. Ah, ich weiß. Hier. Aber sowas ist immer so geil, wenn etwas so perfekt passt. Irgend so ein Möbelstück exakt dahin noch passt. Allerdings gefällt mir die Farbe. Naja, egal. So, und jetzt?
der Ort zum Lernen. In diesem Haus gibt es keinen Platz für meine Bücher. Wie viele Bücher hast du denn, du Arsch? Da ist überall Platz für Bücher. Ich weiß nicht, wie ich diesen Käufer noch glücklich machen kann. Das irgendwo hin? Das gefällt mir fast besser. Hier so als Raumtrenner vielleicht. Ich will es auch nicht zu sehr zustellen. Hier. Okay, irgendwie updatet sich das überhaupt nicht, habe ich das Gefühl, das, was man hier verändert. Muss ich erst wieder... Wenn ich zu Hause eine Sauna hätte, wäre das toll. Aber ich weiß auch gar nicht, sind das überhaupt die Käufer? Hier gibt es ja noch viel mehr. Johannes Titze! Ich liebe Blumen, sehe aber keinen. Ich bin Künstlerin. Schätze aber auch die Wissenschaft. Irgendwie sind diese Wände leer. Ey, an jeder Wand steht was. Was wollt ihr? Regal, Regal. Genug Platz für Bücher. Ich verstehe es nicht. Ich habe aus dieser kleinen Wohnung das Maximum rausgeholt. Warum liebt ihr sie nicht? Ich wäre froh gewesen, wenn ich mal so eine Wohnung gehabt hätte. Ihr Schweine, ich mache jetzt einen Auftrag. Das klingt ja nichts. Vielleicht datet sich das nach einem Auftrag. Bäume fällen. Das haben wir noch nicht gemacht. Servus! Bei mir auf dem Grundstück gibt's Bäume. Mein Opa hat sie gepflanzt. Sie sind gewachsen und gewachsen und jetzt sind sie schon dermaßen riesig, dass gar kein Sonnenlicht mehr aufs Grundstück durchdringen kann. Die jungen Pflänzchen unter den großen Bäumen wollen nicht wachsen und ich hätte so gerne einen Gemüsegarten und würde so gerne auf der Terrasse liegen und mich bräunen lassen. Deswegen will ich wenigstens zwei dieser Bäume umschneiden lassen. Kann ich mit deiner Hilfe rechnen? Ah, noch was. Mein größter Traum wäre so ein kleiner Teich neben der Terrasse. Es würde vollkommen ausreichen, die Bäume zu entfernen und den Teich zu installieren. Um die Blümchen kümmere ich mich schon allein. Herzlichen Dank, Kathi. Du hast die Axt freigeschaltet. Das ist das neue Tool. Das Entfernen großer Bäume erfordert sie zu fällen. Du wirst auf jeden Fall eine Axt brauchen. Beachte jedoch, dass der Baum aus Sicherheitsgründen so niedrig wie möglich geschnitten werden sollte. Okay. Hier sieht es ja toll aus. Was soll ich machen? Hier. Ein stabiler Baum auf jeden Fall. Oh, shit. Er ist aufs Haus gestürzt. Und hat sich dann weggebeamt. Stark gemacht von mir. Stark wieder mal. Richtig gut. Alles richtig gemacht.
Ich habe in meinem Leben noch nie einen Baum gefällt übrigens. Aber der Logik nach müsste man noch eine Seite einhauen und in die Seite kippt er dann auch. Aber hier tut sich nichts mehr. Und dann eigentlich jetzt schubsen. Den Baum. Naja. So, jetzt haben wir hier Vergrabe und Fülle. Längsteich, Vergrabe und Fülle. Vergrabe und Fülle. Jochen hat sich ja auch einen Tümpel, so einen Teich da an sein Haus gemacht. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Alles voll mit Mücken und Kram und Viechern und so. Weiß ich nicht. Das machen wir. Lieber ein Whirlpool. Zack, Teich fertig. War's schon. Auftrag fertig. So. Das ging ja flott. Wir haben übrigens jetzt mittlerweile schon fast 31.000 Euro. Wir können mal gucken, ob wir uns ein neues... Ich glaube, wir müssen erst ein neues Haus kaufen, bevor wir das alte verkaufen können. Und ihr seht hier, die Preise, die gehen schon, da müssen wir noch einige Aufträge machen. Hier sowas würde ja schon, wäre ich ja schon zufrieden. Hätten wir endlich mal ein paar Räumchen. Wenn wir endlich mal, scheiße, sagen wir 48.000 ist natürlich schon. Was ist hier? Das Ding ist, ich weiß ja nicht, wie viel... Das ist das Haus, was wir haben. So sah es nämlich aus, als ich hier eingezogen bin, Leute. Das ist nämlich das Ding. Und wir haben es gekauft für... 31.000, also müssten wir ja eigentlich, das ist halt schade, weil ich habe 30.000, wenn ich jetzt nochmal 30.000 kriege für ein Haus, hätte ich 60.000, aber ich brauche erst das neue Haus, bevor ich das neue kaufen kann. Das ist natürlich ein bisschen doof. Was ist denn das eigentlich für eine Bude hier? Ich hab das schon gut geflippt, das Haus, finde ich. Hier habe ich komplett eine Wand rausgerissen, zum Beispiel. Das war ein eigener Raum mit Kakerlaken voll. So, wir müssen Aufträge machen, fürchte ich. Oder, ich weiß es nicht, macht es Sinn,
nochmal in eine Bruchbude zu ziehen, das hier zu verkaufen. Ich weiß ja, das Problem ist, wir wissen überhaupt nicht, wie viel das hier wert ist jetzt gerade, oder? Kann man das irgendwie erfahren, ungefähr, was dieses Haus, in dem wir jetzt gerade... in dem wir jetzt gerade sind, was das wert ist? Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall 48.000. Das ist schon mal nochmal eine ganze Menge mehr, als wir haben. Wir haben das hier für 31 gekauft. Das heißt, wir werden es natürlich... Das war mein erstes Büro. Also müssten wir, wenn wir es für 31.000 gekauft haben, mindestens 10.000 mehr kriegen. Das war auch nicht reichen. Steht auch nicht. In diesem Platz gibt es keinen Blabla. Gut. Oh, ich habe ich habe Verbesserung. Oh, hier für die neue Fähigkeit für 3 verkaufte Häuser. Was wollen wir? Anforderungen der Aufträge, Zahlung für Aufträge verbessern. Mehr Geld. Das ist doch schon mal ganz gut. So, eins machen wir noch, oder? Ein Auftrag, meine ich. Spielplatz und Barbecue. Jemand muss die Wand abreißen. Wände abreißen und streichen. Zweites Bad nötig. Badezimmer, bitte räumen Sie das Haus auf. Kitschhaus. Meine alte Tante ist im Hospiz gelandet und wird es sicherlich nicht so schnell verlassen. Nun habe ich ihr Haus bekommen. Es ist hässlich und ich würde es am liebsten abreißen. Ich würde gerne etwas Neues bauen, habe aber kein Geld. Das Haus ist kitschig und sieht aus wie das Haus einer einsamen Mutter, die ein schwieriges Leben hinter sich hat. Also fast wie bei mir. Schmeiß alle blöden Schränke raus und stelle normale Möbel rein. Die Bilder an den Wänden kannst du auch entfernen. Mach einfach was draus. In dem Moment sieht es einfach fürchterlich aus. Es sollte schick und stilvoll sein. Das klingt nach genau meinem Job. Zerstöre die Wände. Diese hier. Ist das richtig? Stören bin ich gut. Es ist so herrlich, es geht alles so schön schnell und einfach. Fühlt sich ein bisschen wie Arbeit an, aber
gleichzeitig auch wie, ja, weiß ich nicht, wie der Lohn der Arbeit. So. Oh. Besseren Hammer. So, weg mit dem Zeug. Müssen wir die Tür verkaufen? So. Gegenstände verkaufen steht jetzt hier schon wieder. Wahrscheinlich. Nee. Oh Gott, hilf. Ändern Sie die Anordnung der Räume. Okay, das heißt. Erstmal Wände raus. Kann man ja immer wieder reinziehen. Mayhem, gute Nacht. Schlaf gut. Oh, wir haben was. Kriegen wir einen neuen Hammer? Besserungen. Im Bereich Zerstörung. Schnelleres Abreißen. Das finde ich schon mal interessant. Verbesserter Hammer hier. Das Profi-Hammer. Alles. Hä? Ist der wirklich neu? Ach, herrlich. Geht gleich schon. Ich bin schneller hier. Wirklich ein neuer Hammer? Ist das der Profi-Hammer? Okay. Nicht das Gefühl, dass er viel schneller ist, aber okay. Miss Phoebe schreibt, ich habe, dass ich das Spiel selbst Lust bekomme zu flippen. Restauriere Möbel für die neue Wohnung, während ich vorn höre, ja. Ich kenne tatsächlich auch Leute, die das wirklich machen. Also die wirklich irgendwelche Schabracken kaufen und dann da selber Hand anlegen, da selber reingehen, alles sanieren und die dann wieder verkaufen. Das ist dann Heidenarbeit, aber auch sehr lukrativ, glaube ich, wenn man das kann. So. So, streiche mit den Farben verblichene Zitrone. Warte mal. Verblichene Zitrone. Jetzt haben wir hier schon wieder so einen Lichtschalter. Sollen sie erstmal nicht stören? Nee, Quatsch. Thank you.
macht so Spaß, Leute. Das ist echt unglaublich. Das ist genau das, was ich nach Elden Ring brauche. Ich liebe dieses Spiel, wirklich. Weiß nicht, ich hätte es auch nicht gedacht, aber es hat mich voll gepackt. Ich bin Tine Wittler. Wer hätte es gedacht? Und dabei ist es nichts, was ich jetzt in Real Life besonders mag. Es ist einfach vielleicht genau deshalb. Ich weiß es nicht. Ich krieg schon Haarausfall, wenn ich zu Ikea muss oder so. Es strengt mich komplett an. Aber hier? Eine halbe Stunde überlegen, welche Lampe man aufhängt? No problem, let's do it. Wir haben tatsächlich vor so einem Jahr oder so, haben wir auch unsere eine Wohnzimmerwand, haben wir so in so einem helles Grau gestrichen. Auch richtig geil danach aus. Es sah einfach nur so, ich habe erst gedacht, so nur eine Wand in einer anderen Farbe, das ist doch Quatsch. Nee, ist kein Quatsch, ist richtig geil. Und man freut sich auch, das ist so echt ab und zu mal was in der Wohnung neu machen. Ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Klar, ist immer ein bisschen anstrengend und nervig und manchmal auch kostenintensiv, aber es ist gut investiertes Geld, glaube ich, in die eigenen vier Wände zu investieren. Und da sich schön zu machen, weil da hängt man halt die meiste Zeit ab. Und da kann es schon manchmal sein, einfach nur einmal eine Wand streichen und es gibt irgendwie dem Ganzen, ich habe das früher auch schon gehabt, wenn ich mir irgendwas gekauft habe, weiß ich nicht, wenn ich einen neuen Fernseher hatte oder eine Playstation oder so, dann habe ich immer mein Zimmer aufgeräumt. Und immer erst alles schön gemacht, bevor ich dann die Playstation ausgepackt habe und die angeschlossen habe oder so, weil das war dann so ein Moment, wo man gesagt hat, so jetzt muss alles irgendwie nochmal, jetzt, ich kann die jetzt nicht ausschließen und um mich rum ist alles versifft und so weiter, es muss irgendwie, muss jetzt alles entsprechend gemacht werden, keine Ahnung. Also ab und zu mal ein bisschen was schön machen. Das sind immer so gute Punkte, um sich selbst zu motivieren, wenn man, oder weiß ich nicht, in Urlaub fährt oder wenn gerade Ferien sind oder irgendwie irgendwas. Man muss sich immer irgendwelche Sachen suchen, die einen motivieren, irgendwas Sinnvolles zu machen. Ist bei mir zumindest so. Ja, also in meinen 20ern, da war es auch noch furchtbar. Da war mir das auch egal, muss ich sagen. So gerade in der Studentenzeit, da bin ich echt verwest. Also auch die Wohnung mit verwest. Ich weiß noch, einmal hat meine Cousine, die musste mit meiner Tante in Köln übernachten. Und ich war zu dem Zeitpunkt bei meiner Freundin, die nicht in Köln gewohnt hat. Und dann haben die gefragt, ob die in meine Wohnung können. Da habe ich gesagt, ja klar. Und dann haben die sich bei meiner Mutter ja nicht beschwert, aber auf jeden Fall gesagt, sag mal, wie lebt denn dein Sohn? Und meine Mutter so, ja, wie sah denn deine Wohnung aus? Und ich so, ganz normal, Mama, ich weiß überhaupt nicht, was die haben. Ach, die meinen bestimmt die Essensreste in der Spüle oder unterm Sofa. Keine Ahnung, ey, das war damals echt. So war das halt damals. Andere Sachen Priorität gehabt. Ich bin immer noch nicht der ordentlichste Mensch, aber mein Mindestmaß an zumindest habe ich mittlerweile auch drauf. Meine Frau würde sicherlich widersprechen, aber das Zimmer hier schon wieder aus, ist absolute Katastrophe. Aber ich finde, ich habe da auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Also das ist auch der Number One. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Beziehungen oder so, wenn ihr mit eurem Partner oder eurer Partnerin schon zusammen wohnt. Aber was ich so von befreundeten Pärchen kenne, so der Number One Punkt, weshalb gestritten wird, ist immer die unterschiedlichen Auffassungen von was ist aufgeräumt und was ist sauber. Und es tut mir leid, da Klischees bemühen zu müssen, aber es ist einfach so, dass wir Männer da in der Regel
eine fundamental andere Einstellung zu haben als Frauen. Jedes Mal ist es das Gleiche, wenn dann die Frau sagt, ey, wie sieht's denn hier aus? Und du guckst dir das als Mann an und denkst so, hä, was? Ist doch voll in Ordnung. Ist doch einfach mega. Ist doch egal, ob da ein paar alte Hosen liegen. Wen stören denn die alten Hosen? Naja. Es ist wirklich so. Ich kenne es von so vielen Leuten und es ist immer, dass sie gerne möchte, dass er gerne mehr mithelft, aufzuräumen, und er sagt immer, ich helfe doch schon mit, ich finde, es ist vollkommen in Ordnung, meine Frau übertreibt es nur mit dem Ordnung, es ist immer das Gleiche. Und wenn dann die Frauen untereinander sprechen, sind die sich auch sofort einig, dass es da eigentlich überhaupt nichts zu diskutieren gibt, und die Männer auch. Es ist einfach, wir sind einfach nicht in allem gleich. In manchen Dingen sind wir, glaube ich, einfach wirklich sehr unterschiedlich. Oder vielleicht sagen wir es so, ich glaube, Männer können sich mit Unordnung besser arrangieren als Frauen. Weil wir sind einfach auch Schweine. Wir sind halt einfach auch... Wir können wirklich im widerlichsten Morast noch irgendwie sagen, ja, come on, was soll's. Dann hat er halt in die Ecke gekackt. Lass uns doch einfach einen Eimer drüber machen. Und dann riechen wir es nicht mehr. Das ist vielleicht sehr extrem, aber im Grunde stimmt's. So. Gibt sicherlich Unterschiede. Kann man alles nicht verallgemeinern, aber ein bisschen schon. So, wo stellen wir jetzt diesen hässlichen Schrank hin? Erstmal hier aus dem Weg. Das macht mich ja schon wieder kirre hier, diese Kante. Na gut. Ja, im Auto ist nochmal was anderes. Im Auto ist tatsächlich nochmal, da gelten irgendwie andere Regeln. Ich weiß auch nicht warum. So, was müssen wir hier noch machen? Doppelbett. Jetzt müssen wir lauter Shit kaufen hier. Okay, also das Bett. Wo kommt denn diese... So. Was nennen das für Farben, die... So. Grau. So. Die Kissen. So. Direkt an der Heizung ist ja eigentlich Quatsch, aber... Wir stellen den Schrank woanders. Jetzt können wir das Bett nämlich hier hinstellen. Schalter. So, was muss noch? Regal Kall. Also dieser Schrank ist mir echt ein Dorn im Auge, muss ich sagen. Der ist zu hässlich. Ich darf ihn nicht verkaufen. Passt überhaupt nicht. So, dann müssen noch
Nachttisch. Einer rechts, einer links. Hm. Natürlich so ein bisschen eng. Mmh, das ist ja furchtbar, dass das jetzt hier so. Wieso braucht die denn zwei? Naja, gut, wahrscheinlich pennen die zu zweit da drin. Aber dann machen wir das einfach. So. Der jetzt hoffentlich da. Katzennahrung, vielen Dank für deinen Sub. Seit 4 Monaten schon, vielen Dank. So. Prime for Ede, vielen Dank, Katzennahrung. So, dann brauchen wir noch einen Bürostuhl. Und was noch? Schreibtisch. Wie wäre es denn, wenn wir den in der Farbe von dem Schrank machen? Ich finde die Farbe zwar hässlich, aber zumindest passt es dann zum Schrank. Dieses Knallrot, das macht mich fertig. Der Bürostuhl passt ja auch überhaupt nicht dazu. Es tut mir leid, das ist doch. Obwohl, wenn wir. Warte mal. Wenn wir den nämlich da hinstellen, dann sieht das zumindest aus wie aus einem Guss. Dann können wir das hier mittig stellen. Stuhl nicht mehr so ganz. Was ist denn das hier eigentlich? So. Schlafzimmer ist fertig soweit, ne? Gemäß dem Auftrag. Ja, ich meine, wir können jetzt noch Pflanzen und so kaufen, aber wir kriegen dafür nichts. Das kostet uns nur Geld, ich glaube, oder? Bringt das was, jetzt hier noch auszuschmücken oder so, wenn hier rechts nichts mehr abgehakt werden kann? Bin ich sicher, ob das Sinn macht. Na, ist einfach Verschwendung. So, was müssen wir hier machen? Einige die Verschmutzung, streiche mit den Farben Mandarin, Orange und Weiß. Oh. Verzeihung. Aber wo ist denn hier Schmutz? Ist doch gar kein Schmutz. Wollte wirklich, dass ich die ganze. Achso, jetzt müssen wir erstmal streiche mit den Farben Mandarin, Orange und Weiß. Was machen wir denn mit dem Boden? Der bleibt oder was?
gut. Nur eins. So, dann brauchen wir Farben. Achso, das kriegen wir doch schneller. Hier, Mandarin-Orange. Und Weiß. Nee. Quatsch. So. Ich halte das zwar für einen großen Fehler, die Küche orange zu streichen, aber gut. Was weiß ich schon? Ich bin ja hier nur der Hausflipper. Das ist nur mein fucking Beruf. Da noch. Jetzt ist die Frage, das müsste eigentlich. So, und dann gehen wir das hier weiter. Über den Schimmel streichen, man kennt's. Das sieht doch schon echt gut aus. Und da oben noch die Fenster. Alles gut. Hier natürlich auch. Streiche mit den Farben Mandarin. Wahrscheinlich muss ich auch die ganze Decke streichen. Es geht übrigens jetzt so schnell, das Streichen, weil ich hier mein Pinsel habe ich hier schon gut upgraded. 75% schneller. Am Anfang geht das nicht so schnell. Das ist richtig harte Arbeit. Aber wir kommen mit dem Farbtopf nicht hin, so wie es aussieht. Wird das nicht reichen? Obwohl. Vielleicht reicht es gerade so. Wenn ich die Decke nicht streichen muss, könnte es reichen. Prozent, sagt er. Das kann sich auf jeden Fall nicht auf die Decke beziehen. Oder? Nee, da oben.
Nein! Neue Fähigkeit. 40% weniger verbraucht. Das hätte ich eben gebraucht. Jetzt muss ich nochmal einen Farbtopf kaufen, nur für diese kleine Stelle da, oder was? Der ist nämlich leer. Na gut, bringt ja alles nix. Müssen wir halt nochmal ein kleines Töpfchen kaufen. Egal, gucken wir gleich. So, also Kücheninsel mit Spülbecken. Ja, das Problem ist halt die orangene Wandfarbe, ne? Das wird natürlich furchtbar aussehen, aber wenn sie sich so wünscht, was willst du machen? Probier mal was Graues, damit es nicht too much wird. Aber warte mal. Hä? Wo will die das denn haben? Pixel-Starfish. Mach die Augen zu, schlaf ein und lausche den Klängen, wie ich hier versuche, ein nicht passendes Küchenobjekt an die Wand. Das macht überhaupt keinen Sinn mit dieser... Ich glaube, ich muss was anderes kaufen. Kücheninsel... Moment. Ihr will eine Kücheninsel mit Spülbecken und eine Kücheninsel mit Herdplatte. Also einfach in die Mitte sozusagen, oder was? Check's nicht ganz, Leute. Die will ja zwei Inseln. Soll ich das einfach hier so? Das kann doch nicht sein. So. Ja? Und dann... Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe keine Ahnung, wie die das sich vorstellen. Ey. Ich habe jetzt die Küche natürlich direkt so gestrichen, dass sie da auf diesen Boden auch passt. Thank you.
sieht ja absolut furchtbar aus. Wenn man so macht. Ah, vielleicht so. Warum passt das denn jetzt nicht? Wieso kann man die nicht näher an die... Das verstehe ich überhaupt alles nicht. Wieso kann die denn nicht näher an die Wand? Hä? Versteht ihr das? Wieso kann die da nicht? Hier geht's. Hier geht's nicht. Aber warum? Da liegt ein Lichtschalter. Oh, da liegt ein Lichtschalter. Ihr habt vollkommen recht. Deshalb. Dumm. Okay. So. Das war der Fehler. Jetzt können wir das nämlich hier so als Raumtrenner fast schon. Auch bescheuert. Oder hier ist doch der Eingang. Du kommst rein, bist, stehst direkt an der Spüle. Na gut. Okay, wir kaufen erstmal die weiteren Möbel. Dann gucken wir mal. Es ist ja nicht, ich muss mir jedes Mal sagen, es ist ja nicht für mich, es ist ja nicht für mich. Aber es ist schon sehr komisch, diese zwei Inseln da. Und dass das nicht mit dem Boden abschließt, das macht mich fertig hier. Vielleicht sollten wir das dann doch lieber so? Kommt nämlich der Kühlschrank Japan. Hey, welches? Könnte passen. Nee, es ist das falsche. Falsche Holz. Ist natürlich farblich. Amerikanische Ulme? Schon besser. Ja, ist doch gut, dann kann man da rechts noch ein Bügelbrett oder ein Besen oder so von hinstellen. So, Couch Ellie. Couch Ellie. Direkt in die Küche rein oder was? Ja, woanders geht's eigentlich? Es sind ja überall Türen. Eigentlich ist nur noch hier Platz. TV-Schrank. Ich glaube, ich hätte es vielleicht doch nochmal komplett alles neu denken müssen irgendwie. Jetzt will die auch noch einen TV-Schrank. Die will hier Fernsehen gucken. Vielleicht hätte man
Wir reden wirklich nur von diesem Raum hier. Und hier? Hier ist ein Keller. Okay. Oh Gott, der ist auch noch so riesig. Kommt man überhaupt nicht mehr in die Küche rein? Kack. Alle Aufgaben wurden erfüllt. Nichts wie raus hier. Wir verpissen uns. Naja, es geht. Ich meine, come on. Es ist zwar nicht sinnvoll, es ist irgendwie, ergibt es nicht so richtig Sinn. Aber wenn man sich halt so eine Küche aussucht und dann ins gleiche Zimmer auch noch das Wohnzimmer bauen, ist es gar nicht so. Ich weiß nicht, wie hätte man es denn sonst machen können? Der so ist denn der Kühlschrank da nicht an der Wand. Knock on the Door 316, vielen Dank für deinen Prime Sub. So, wir gucken nochmal, was wir. Ne, hier ist der Garten. Naja, gut. Wir haben es versucht. Es ist. Die Vorgaben waren streng. Mir soll es recht sein. 100% erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt für 15.000 abschließen. Das gab zumindest richtig viel Geld. Einen reinfurzen, Heizung an, Fenster zu und raus da! Schreibt hier Wankowski, ey. So. Haben wir jetzt 46.000, okay. Das wird doch langsam. Was brauchen wir? 48.000. Wollte ich. Das war ein richtig guter Auftrag, den wir da gerade kriegen. Hat richtig viel Kohle gebracht. Und wir träumen schon, guckt mal hier, von 113 Quadratmetern. Oh, guck mal hier. 317 Quadratmeter, so eine richtige Berghütte. Voll mit Schnee, wie auch immer. Warum auch immer der mitten im Wohnzimmer ist. 204.000. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Und müssen uns erstmal hier mit unserer Wohnung zufrieden geben. Und den roten Schachfiguren. Aber es ist cozy. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht hier. Ist halt extrem klein, aber dafür irgendwie alles da, was man braucht. Unsere zweite Butze. Ist schon in Ordnung. So. Möchte das Spiel wirklich verlassen, speichern und beenden. So, Leute. Ich bin so richtig zen-mäßig drauf. Ist mal was anderes, als irgendwie bei irgendwelchen Bossen zu sterben und sich zu hassen oder bei Schach irgendwelche Blunder zu machen. So entspannt. Es gibt kein Verlieren. Wir gewinnen alle, wenn die Bände gestrichen sind. Haut rein. Tschüss.